Hey Leute, ich habe mich ja gesagt, ich mache noch ein paar Januar-Neuheiten nach. Weiter geht's damit. Hier haben wir schon mal so eins. Und ich hoffe, ihr könnt das blaue Bike gut sehen. Da. Sieht das blaue Bike? Und darauf kommen wir dann noch. Noch ein bisschen mehr zu sprechen, aber erstmal muss ich. Innerhalb von maximal 3 Minuten. Der blöde Kopf, der rollt immer weg, ne? Köpfe rollen immer weg. Das ist irgendwie. Und noch andere runde Sachen. Das ist typisch irgendwie. Was dann noch so alles rauspurzelt. Nur ein paar wenige Minuten, mehr brauche ich dafür echt nicht. 2, 3 Minuten. Das müsste jetzt passen. Ja, 2 Minuten haben wir noch nicht voll. Das heißt, ich darf mir weiterhin keine Zeit lassen. Ich muss schon ein bisschen. Wie auch so, als Klammen. Ja, habe ich jetzt gemacht. Wie ist es so? Ja, perfekt. Und wie ich es damit gemacht hätte, ja. Ich wollte dich nur zeigen, was das für Teile-Highlights gibt. Diese Dinge da, die kennen wir schon vom Ford Mustang, der wird ja auch da verbaut. Nur in, keine Ahnung, dunkelblau oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube, ganz hinten werden die Dinge da befestigt, oder? Ich denke mal, jetzt dieser rote M4-Wellenstein, der schon echt ziemlich häufig, jo. Ach, die kommen da so direkt drauf. Ach, ich hau die mal einfach irgendwie drauf. Ist mir wurscht, wie rum. Da achte ich jetzt mal nicht so drauf. Natürlich muss es überbleiben. Wir sind hier bei Lego, ne? Also, ist ja klar. Jo. Jumper Blade. Quasi. Will ich es mal so nennen. Aber das Bike muss ich hier noch bauen. Aber erst im Beziehen, ne? Ist ja klar. Ich finde es zwar nett, dass die Minifiguren mit dabei sind, aber ich finde es auch irgendwie etwas lästig, weil die einfach, die muss man auch noch zusammenbauen. Ich hätte die am liebsten schon so fertig, aber ist nicht. Kann ich auch gut verstehen, ist halt ein bisschen mehr Bauspaß dran, aber trotzdem. Ich bin halt eben so. Da muss man auch mal wieder die Hände umdrehen, so nach außen halt eben immer und. Damit es einfach passen kann. Und schon sind wir hier wieder bei Friends. So ziemlich. Quasi. Und ein Druck. Da steht Police drauf, also Police, keine Ahnung, was auch immer es damit zu tun hat. Ist das ein Polizeiset oder was ist los hier? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Moment. So rum. Logos Richtung ist mir eben auch irgendwie ein bisschen sehr wichtig. Jo. Die. Erstmal auf so eine. So ein Ding da drauf. Wie rum? So rum? Ich denke. Ach so. Erstmal bepinnen und kommt die lange Fliese drauf. Jo, soweit erstmal. 2x6. Wie immer.
eigentlich schon quasi. Was ist das? Was soll ich jetzt damit machen? Ja, und dann so ein hellgrauen Nöpsel drauf. Keine Ahnung warum. Ist einfach so. Ja, und dann, ja. Cool. Ja, Polizeileuchten oder was? Ich weiß auch nicht. Und natürlich muss das überbleiben. Ach, das ist auch der Nöpsel, den ich schon gesucht habe. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich ihn gesucht habe. Oh. Jetzt habe ich doch so lange gebraucht wie der Aufbau davon. Aber es erstmal zum Vergleich. Ach so, wie viel ich überhaupt dafür gezahlt habe für dieses Set. Moment, wir kommen gleich zum Vergleich. Und was die beiden damit miteinander zu tun haben. Zu diesem Set gehört noch alles das da und haben wir gerade zusammen aufgebaut und Teile Highlights gibt es hier und dazu muss ich noch was sagen, weil passt mir was nicht und das haben wir noch und so Lagerfeuerchen und das. Das muss jetzt mal kurz raus aus dem Bild. Ist es jetzt raus? Einleitung wählt noch ein bisschen rum, ne? Ach so, ja, genau, es muss ja auch noch weg. Ja, Beiwerk halt eben. Dafür habe ich. Also. Wie ist das Ding überhaupt? Lego City 6 Plus 60387, wie auch immer es heißt. 30 Euro Liste, ich habe dafür 21,99 € gezahlt. Ihr kennt mich ja, ich habe euch ja schon öfters gesagt, für 30 Euro ist mir zu viel, für 21,99 € geht es noch gerade so. Noch gerade so, vorsichtig, das ist in Ordnung. Sonst noch den Bär, habe ich, einen Koala-Bär habe ich euch ja schon gezeigt, oder einen Panda, was es ist. Und ja. Was haben wir hier noch so alles? Moment, Moment, Moment. Die beiden, also die Sachen gehören noch mit dazu. Die soll ich da irgendwie so dran klemmen? Ich schaue mal in die Anleitung davon nach. Rechts die Schaufel, links also ziehe ich jetzt einmal einfach die Pfanne dran. So, ja, einfach auf dem Karton. Ist es andersrum abgebildet, aber ich mache so, wie es in der Anleitung abgebildet ist. Also ist mir jetzt auch egal. Also Karton sollte ich das andersrum machen. Mache ich jetzt nicht nochmal extra, das passt so. Weiter, 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 weiter. Also bei diesem Set, ja, Gummis sind halt eben ganz normale Gummis, klar, ne? Das hat euch auch schon kreativ gezeigt, vor allem mit dem Bouncen. Das bin ich jetzt nicht extra aus, wenn es bei ihm passiert, passiert es bei mir garantiert auch. Da bin ich mir sehr sicher. Ich vertraue ihm das. Und der hat bestimmt auch nichts falsch dran gemacht. Passt, denke ich mal, alles. Wir haben neue Teile. Also wirklich, neben nur eine neue Farbe, haben wir auch noch wirklich neue Teile. Und die zeige ich euch jetzt erstmal. Neue Teile. Dazu gehört zum einen diese runde, abgerundete 1x2 Fliese. Warum auch immer die da ist, keine Ahnung. Und das ist die Flügel, da so überstehen, über das Lenkrad. Das gehört so, das soll so sein. Und ich habe keine Ahnung, was diese Dots da sollen. Diese.
Ich meine Stats, ja, mit hohle Noppe. Ich weiß nicht, was es soll. Ist einfach so. Ja. Ist der Innenraum? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Ist einfach so. Und ich weiß auch nicht, warum es abgerundet sein muss. Ich finde es nur schade, dass beim Aufbau dadurch, weil da ja da so hellgraue so Sachen sind, also hinten sind ja auch so hellgraue Sachen. Und was noch genau? Da sind so türkise, nein, eher so Azur oder so, einmal zwei Technik-Bricks drin, damit die weißen Pins da ganz rein versenkt werden können. Und da zwischen ist. Ich muss in der Anleitung nachschauen, weil es einfach schon wegverbaut ist. Weitere neue Teile, genau. Erstmal mache ich weiter mit neuen Teilen. Also diese Trans Black Dots, auf die habe ich mich ja schon gefreut. Jetzt habe ich die endlich auch. Ich dachte schon beim Aufbau, oh nein, es sind doch Trans Clear, aber nein, es war nur für die Kamera. Und ja, soweit erstmal. Was ist noch alles dran neu? Ich sehe jetzt nichts Neues weiterhin. Ach so, ich finde es echt cool. Ach so, so sieht es übrigens ohne Aufkleber aus. Ne? Einfach nur so zur Info. Ich mache doch keine drauf. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt erstmal ganz sicher nicht. Rücklichter hat es überhaupt keine. Ich nehme jetzt mal kurz die Bikes runter. Der blaue, dieser Schlumpf hier, der soll das Auto nämlich fahren. Scheinbar, laut Anleitung. Da ist ein Rücklicht, so ein drittes Bremslicht. Ihr wisst schon, diese LED-Dings ist immer. Und ich habe keinen Plan, was diese 2x2-Slopes da. Ach, genau, damit das Rad rein kann. Ja, aber es passt trotzdem nicht so ganz. Und die Scheibe ist halt eben einfach sehr löchrig da. Das kann ich euch vielleicht so besser zeigen. Also dicht ist es schon mal wirklich nicht. Da sind so Ecken da, die gehen da total rein. Das kann man es gut sehen durch die Reflexion. Rücklichter hat es überhaupt keine. Keine Rücklichter. Nur so 1x4 Rail Bricks. Warum auch immer. Da sind so Rillen drin irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Und ich finde es auch cool, wie Spin Stats da gemacht wurde. Und nur vorne sind Kotflügel. Ich weiß nicht warum, ist einfach so. Und ich habe mal die Schlitze von weißen Achspins. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 8 weiße Achspins, denke ich mal. Ich denke, also ich gehe mal sehr davon aus, dass es jetzt 8 sein müssten, oder? Na, andere Anleitung. Anleitung davor. Stimmt, da war es ja auch aufgelistet. Ich habe es aber nicht nachgeschaut. Vier, ich meine, acht weiß, ja, acht Stück davon sind da. Genau. Und, geil, oder? Und ihr kennt mich ja, das mit diesen, Achsstoppern, da mache ich immer die Zähne nach außen. Da achte ich gar nicht drauf, ob die Schlitze mit den Schlitzen von Pins da überall gehen oder ob das anders ist. Ist mir so egal jetzt. Lugausrichtung habe ich nur. Genau da, wo es daneben soll, es geht, drauf geachtet. Also da halt eben. Und klar auch da, die gedruckten Sachen, die kennen wir ja schon von einem anderen Set. Habe ich jetzt gerade nicht da. Wird das erstmal schwierig zu holen. Und da habe ich auf die Logo-Ausrichtung ein bisschen, soweit wie es geht, geachtet. Und vor allem auch da bei diesen Trittbrettchen da, dass die Logo-Ausrichtung passt. Dass man nach vorne richtig rum Lego lesen kann und ja. Was bei dem immer sehr wichtig ist. Ja, einfach nur so. Also Sitze sind da keine, auch keine Türen. Und ich habe mir vom Kreativ sagen lassen, dass die Figuren da hintereinander Platz nehmen sollen. In der Anleitung ist es auch so abgebildet, aber da frage ich mich an diese Stelle, wie es dann sein kann. Ach so, noch ein neues Teil. Moment, Moment. Dieses Ding da.
Ich separiere es euch mal kurz raus. Das ist jetzt zum Glück. Gottlob, ganz einfach, ey. Dieses A ist ein einziges Teil. Das habe ich jetzt endlich auch mal. Wie geil ist das denn? Hallo, ich meine, besser kannst du nicht mehr werden, oder? Ich habe jetzt endlich auch so ein Ding da. Also, bestes Leben, oder? Jetzt habe ich auch endlich mal so ein komisches Winkeldingsi da. Habe ich es jetzt gerade falsch befestigt? Nö, ne, schon richtig so, oder? Ich denke mal. Diese Flügel sind alle vier gleich. Gleiche Ausrichtung. Die Dots sollen so Steine darstellen. Das ist ja klar, ne? Häschen in der Grube. Saß und schlief. Und die Scorpions mit dem Wind of Change mal wieder. Hallo, Spaß muss sein. Und das sind die übergebliebenen Ersatzteile davon. Sonst noch neue Teile? Das vielleicht, aber dieses Formteil kennen wir ja schon, oder? Kann ich das auch so? Na, wird ein bisschen schwierig. Das ist ein Teil, das ist das Abgeschreckte da. Aber es kennen wir, glaube ich, schon, denke ich mal. Kann man es doch besser sehen, dass es so löchrig ist? Das ist überhaupt nicht abgeschlossen. Das finde ich ein bisschen, ja, doof einfach nur. Sonst noch neue Teile? Moment, Moment. Das gehört übrigens so, ne? Das soll so sein. Ist doch so abgebildet. Das sehe ich auch überall so. Das soll da so an den Noppen dran liegen und nicht ganz hoch gehen, so gerade. Es soll so schräg sein. Was auch immer es darstellen soll, es wird einen Grund haben. Denke ich mal. Ich hoffe sehr. Ich gehe sehr davon aus. Die Studs, die roten, auf die Jumper Plates, die sollen, denke ich mal, eine Federung simulieren, obwohl die Federung da unten ist, oder? Kann das sein? Aber was ist denn das da hinten, das Hellgraue? Ich habe keine Ahnung davon. Darum frage ich euch. Ja, das ist halt eben auch so ein Formteil, so ein abgerundetes halt eben. Ja. Keine Ahnung. Ja, soweit eben. Ich mache jetzt mal die Motorhaube auf, dann schauen wir uns mal den Motor an. Das Ding ist halt eben sehr bunt. Können wir mal ein bisschen Farbkunde machen, ne? Die Gummis sind gelb. Das ist Bridled Orange, das ist Dark Blue, also dunkelblau halt eben. Und das ist weiß. Dunkelgrau, hellgrau, schwarz, Gegenteil von weiß. Einfach nur so. Ja. Sonst noch was? Bisschen blau, ja. Ist halt einfach so. Aber wir haben auch so weiße Dings, die sind aber eine Noppe kürzer. Nein, nicht kürzer, sondern so ein Brick irgendwie oder so etwas weiter zusammen. Die blauen sind halt eben ein bisschen höher halt einfach. Und da kann man sich wunderbar über blaue Sachen aufregen. Nur wozu? Wir können uns darüber unterhalten. Ja, es sieht nicht so schön aus, das kann man sagen, das ist in Ordnung, das ist ein Recht, was jeder Mensch hat. Niemand muss es schön finden, jeder darf sagen, das sieht nicht gut aus mit Blau da hinten. Das ist total in Ordnung soweit. Ach so, das noch, ne? Habe ich das euch schon gezeigt? Keine Ahnung. Jeder darf sagen, Blau finde ich nicht schön, das ist in Ordnung. Es ist jedem sein gutes Recht, seine Meinung dazu zu äußern. Niemand muss es schön finden. Es können auch alle hässlich finden, aber ich find trotzdem, dass Lego dabei nichts falsch gemacht haben. Vielleicht gehört es ja so. Und selbst wenn es nicht so gehört und Lego haben es halt eben blau gefärbt, dann ist es halt eben so. Das kann man nachrüsten, andere Sachen. Die gleichen Sachen nur andere Farbe reinmachen, wie es einem besser gefällt, das kann man so machen. Da muss man sich nicht drüber beschweren. Und wer sich an das Blau stört und auch keine blauen, keine anderen, keine so in einer anderen Farbe Darm hat und auch kein Geld dafür ausgeben will und sich auch sonst nicht kundigen will, Finger weg, einfach nicht rangehen. Das ist auch in Ordnung. Es muss nicht sein. Und jetzt verstehe ich aber immer noch nicht, warum da die zwei Figuren hintereinander sollen. Wobei, ich hole ich jetzt mal was anderes noch.
dazu, Moment, Moment, erstmal die Sachen wieder weg. Ich habe eine Menge Zeug vorbereitet. Ich dachte, es wäre die gleiche Scheibe. Probieren wir es mal aus. Let's try. Moment, Moment. Ich hab's gleich. Ach, ich mach das obere davon jetzt mal weg. Also das Federn finde ich voll cool, dass es dann sofort runterfedert. Da habe ich so meinen Spaß mit. Ich habe jetzt die beiden Scheiben ausgetauscht, ja, glaubt's mir einfach bitte. Und ich hoffe, es können wir auch gut erkennen gerade, dass ich die Scheiben ausgetauscht habe. Da kann ich so drücken, weil es nicht gefedert ist. Naja, stimmt. Das ist jetzt die Scheibe von diesen da. Das passt genauso dahin. Da können ja zwei Figuren nebeneinander. Da sind ja auch 1, 2, 3, 4, 5 noch ein Platz. 7 genauer gesagt. Und ich verstehe nicht. Jetzt habe ich das Bettmobilscheibe da, die da drauf. Kann es sein, dass die Scheibe ein bisschen schmaler ist? Ich tausche es mal wieder zurück, einfach nur aus Spaß. Ich kann es mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass es das ist. Aber wir können ja mal so tun. Ach, wir gehen es mal ins Eingemachte, also dann nochmal die Scheibe kurz wieder drauf. Da steht auch nichts über. Schalte wieder runter. Hin und her. Da tue ich jetzt mal die Figuren raus. Her und hin. Habe ich euch schon gesagt, dass ich die silbernen Sachen und durchsichtigen schwarzen Sachen daran so mag? Und vor allem die silbernen Sachen. Und das seltenste Lego-Teil überhaupt. Das da, dieser hellsilberne Statter. Das ist das seltenste Lego-Teil weltweit, ey. Das ist ernsthaft so, ne? So sieht das Ding von innen aus. Fünf Noppen erstmal nebeneinander. Dann ist da noch ein bisschen was dran gesnoddet. Wenn wir da mal reinschauen, sind vier Noppen frei. Also vier Noppen nebeneinander. Also haben wir jetzt schon mal rausgefunden, das ist ganz klar eine falsche Bauweise. Das heißt, mit die gleiche große Scheibe, die übrigens nebenbei gesehen auch das türkise Rennauto da hat, da auf den Ford Mustang, das ist die gleiche Scheibe, da passen auch zwei Leute nebeneinander, das ist halt eben falsch gebaut. Da haben Lego was falsch gemacht, ganz einfach. Und darum geht es nicht, das ist also innen falsch eingerichtet. Oder innen falsch ausgebaut, irgendwie halt so, ja. Und das ist es. Darum geht es auch nicht. Soll aber jetzt nicht heißen, dass es die Scheibe dran schuld ist, sondern einfach nur, dass da eben falsch gebaut ist. Dass da eben auch seitlich noch ein Schlitz Luft über, damit die Ärmchen da auch hinpassen können. Und die Hände davon gehen genau an die Scheibe dran. Währenddessen da einfach innen drin schon es sehr eng ist. Ja, einfach nur. Also da geht schon wirklich was, ne? Und da ist auch so ein drittes Bremslicht, das einzige, was da gebaut ist. Kann man es gerade nicht sehen, da ist es so ein bisschen zu sehen, da irgendwo, da, irgendwo, da ist es, da ist es, da ist es.
Alles klar, jetzt habe ich das schon mal rumgebracht. Nein, das wollte ich genau. Irgendwo am Anfang war das, da bin ich mir sehr sicher. Ich fange mal von vorne an. Ach, da ist es schon. Gut zu sehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass da diese runden 2x2 Zahnsteine da, dass da nicht so die hellgrauen sind, die da vorne auch verbaut sind. Es würde farblich besser zusammenpassen. Denn anstelle von diesen hellblauen 1x2 Steinen, die hellgrauen 1x2 Steine da verbaut werden. Das wäre doch cool, ne? Würde farblich besser zusammenpassen. Kann man es überhaupt richtig sehen? Nochmal. Wenn diese beiden hellgrauen Steine da wären, dann würde es farblich am besten passen. Zu diesen hellgrauen Steinen da. Aber ist einfach nicht. Sollte ich das jetzt umrüsten nachträglich? Ja oder nein? Ich bin mir nicht so sicher. Ich lasse es einfach so. Ist doch schön bunt. Passt doch. Ja. Muss ich ein bisschen fester drücken, damit es besser passt. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ist da immer noch so ein kleiner Schlitz zwischen das Ding da und die vorderen Scheinwerfer verbleibt? Ich muss mir ein bisschen genauer anschauen. Ah, es liegt bestimmt an die 1x3 Jumper Plates, die da verbaut sind. Moment, ich. Ah, ich glaube, ich mache am besten erstmal das da oben ab, dann das da vorne. Da sind die 1x3 Jumper Plates, 4 Stück nebeneinander. Ich glaube, die sind dafür verantwortlich, dass du so einen Spalt zwischen. Ich mache es mal wieder drauf, dann schauen wir es uns nochmal genauer an. Da ist so ein kleiner Spalt jetzt. Wenn ich das jetzt da drauf mache. Egal wie fest ich das drauf knopp, da ist immer so ein kleiner Spalt dazwischen. Gehört scheinbar so. Immerhin Trans Black Dots. Geil, ne? Also mir gefällt es. Darauf freue ich mich echt sehr, die jetzt endlich mal verbaut haben zu dürfen. Wie er rollt, keine Ahnung. Das sind Crossing-Reifen. Da kann man nichts erwarten. Und Rücklichter hat es halt einfach nur mal keinen. Es ist so. Die Klappe ist natürlich peinlich bis auf Anschlag, aber ja. Das gehört halt eben so, ja. Denke ich mal. Ich hoffe sehr. Sonst weitere Teile Highlights an diesem Set? Nö, vielleicht die Gummis, weil es. Oder? Oder gab es sie schon mal? Ich weiß es nicht bei Lego. Keine Ahnung. Wo ich noch meckern muss, ist. Da muss ich selber ein bisschen rausfinden. Also, jeder weiß doch längst, dass da genau eine Noppe zwischen passt, wenn man das da direkt aneinander bauen will. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Komisch. Vielleicht soll ich es ein bisschen weiter nach innen schieben, damit es dann besser abschließt. Schau mal ins Zelt rein. Es sind so Panels halt eben, so Dings ist da. So sieht es von innen aus. Ich habe da überhaupt nicht auf Logo-Ausrichtung und auch nicht auf Angriffspunkte auf gar nichts geachtet. Ich habe es einfach sonst wie zusammengehauen. Auch da die Landschaft da, auch da das, auch da die Kamera. Ist mir so egal, wie die Logo-Ausrichtung auf den Sachen da ist. Nein, das gehört so, das gehört dahin, das ist da. Ja, soweit. Und ich dachte mir. Ich meine, Moment. Ja, genau.
Wir kennen das ja schon von, also Christoph hat auch gemeint, dass die orangen Räder am besten am orangen Bike wären, aber ja, würde farblich besser passen. Ich mache den Gag jetzt auch mal mit. Sind es ganz normale Citybikes? Das jetzt das zweite Set mit Citybikes, das erste Set mit Citybikes habe ich euch ja schon gezeigt. Wer Interesse daran hat, kann es sich gerne anschauen. Ich verlinke es euch in die Beschreibung. Wer es schon gesehen hat oder wer es überhaupt nicht sehen will, einfach nicht anschauen. Das ist nur ein Angebot. Und soweit erstmal, ja. Und ja, ist doch auch mal was. Jetzt sieht es aus wie der Himmel einfach und da passt jetzt die Farbe super zusammen. Aber ich will ja beim Original bleiben, ne? Christoph hat gemeint, Orange und Blau ist die beste Farbkombi. Jetzt wissen wir, was für eine Farbkombi Christoph am besten gefällt. Ich finde die Farbkombi nicht am besten. Orange, dunkelblau. Sieht einfach nach nichts aus, meine Meinung. Und die Barren, die sind doch einfach nur orange. Ja? Und so ist er eben gebaut mit vielen Fliesen. Ich weiß nicht warum. Die sind einfach so schwarz 1x6 Fliesen, dunkelgraue 2x4 Fliesen und weiße 2x4 Fliesen. Vier von diesen orangenen 1x2 Barren da einfach, ja. Die weißen 2x4 Fliesen im Zelt sollen beklebt werden mit diesen beiden Stickern. Und seitlich am Wagen, am Auto soll das da dran gemacht werden. Und das kommt auf die Haube drauf. Mach ich nicht. Kein Bock einfach. Ich will es euch so zeigen, wie es ist, damit ihr wisst, wie es ohne Aufkleber aussieht. Ist mir sehr wichtig, ja, und da haben wir unsere Viecher, also da geht schon ein bisschen was. Cool Landschaft, Lagerfeuerchen und da habe ich noch ein weiteres Bike gekauft, weil mich dieses Set einfach, ist jetzt richtig so? Ich denke mal, ja. Ja, bla hier, so. Dieses Set erinnert mich irgendwie. Da noch so ein Ding, ne? Das andere steht ein bisschen weiter hinter. So. Sonst noch was? Nö, es ist alles, oder? Das steht da. Ach, keine Ahnung. Das Set ist im Weg. Jetzt haben wir es. So. Da hinten irgendwo steht es. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, ganz ehrlich. Cooles Pullback, oder? Und dieses Pullback erinnert mich irgendwie total an dieses Motorrädchen. Das kennen wir ja auch. Dieses Polybag, das Distanzmotorrädchen, kennen wir aus diesem Set. 20 Euro im Rabatt, also im Angebot, einfach absolute No-Brainer mitnehmen, Spaß haben. Durchs Loopinghausen und geil, ne? Passt doch. Ich weiß nicht, was das sein soll. Eine Wasserflasche vielleicht? Polizei, hä? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit aber auch so überhaupt nicht aus. Aber so ist das eben nun mal. So gehört es halt einfach. Das Beiwerk packe ich jetzt mal weg, weil es mir einfach sonst zu viel wird. Übergeblieben beim Polybag sind diese beiden Sachen. Und bei diesem Set sind alles übergeblieben. Die Federung, die wir schon hatten.
Und auch der Stud, der im Auto verbaut ist. Und auch das, was am Beiwerk verbaut ist, dieser braune Stud da. Ich glaube, ich sollte mal wieder. Das kann man die Farbe besser kennen. Nochmal zum direkten Vergleich. Passt jetzt wieder, denke ich mal. Und Trans Clear. Trans Black. Neu. Geil. Mir gefällt es sehr. Ein weißer M1-Slope, der ist halt eben da verbaut, ne? Und so ein Light-Dingsy da. Und so eine Flamme vom Lagerfeuer und ein Axtstopper. Wo ist es jetzt? Da. Soweit erstmal. Aber dieses Set kennen wir auch schon irgendwie, finde ich, von diesem Set hier. Moment, ich muss mal kurz. So, jetzt passt es wieder einigermaßen. Einfach nur zum direkten Vergleich. Das ist noch alles eingepackt. Ich habe die auch schon aufgebaut. Habe ich jetzt das. Ich habe es falsch erwischt. Ist es das, was da drunter ist? Kann gut sein, Moment. Cool, man ist ja doch noch geschafft. Dieses Set. Können wir ja auch, ne? Kann man auch so rumdrehen. Geht. Dieses Kleinzeug, das muss jetzt einfach erstmal weg, weil ich sonst keinen Platz mehr hier auf diese Stelle habe. Das nervt mich gerade ein bisschen. Weg dann jetzt erstmal. Die Sachen, die ich dazu getan habe, die mache ich jetzt mal wieder ab. Moment, Moment, Moment. Genau. Das kommt gleich. Los. Genau, passt. Super. Perfekt. Dieses Set, ne? Können wir ja auch. Ich mach mal kurz die Slopes wieder ab, weil die einfach nicht dran sind in Wahrheit. So, Moment, Moment. Jetzt haben wir es. Dieses Set da, ne? Das kennen wir auch schon. Sind auch so durchsichtig schwarze Lichter vorne dran. Da durchsichtig schwarz. Da auch durchsichtig schwarz. Und ja. Keine Ahnung. Die können beide federn. Der fährt ein bisschen tiefer, der federt ein bisschen minimaler irgendwie. Also irgendwas ist gerade damit. Federt nicht mehr so wie sonst immer. Aber ja. Ist ein bisschen schwerer geworden. Ja, auf alle Fälle könnte ich vorstellen, es federt auch, es federt eben so, mit so Gummikonnektoren einfach und es federt eben direkt mit so Gummibändern des Summers erstmal. Da war noch ein Auto mit dabei und die übergebliebene. Und da gab es auch mal so ein. Es gibt immer noch so ein ähnliches Polybag. Das sieht so aus. Nicht verwirren lassen. Das ist Bullet Orange, das ist gelb. Aber es beißt gleiche Türkis oder was für eine Farbe ist. Das sind jetzt drei Sachen, die von mir geblieben sind. Und von diesem Polybag da. Und ich finde, die kann man gut miteinander vergleichen. Es wäre doch cool, wenn da auch so Trans Black Dots
drauf wären. Auf alle Fälle haben die halt eben natürlich nicht ganz das gleiche Ding sie da dran, aber so ähnlich, ne? Kann man doch mit denen vergleichen. Ich packe das jetzt erstmal wieder ein. Und der hat auch noch richtige Rücklichter, obwohl. Und ich stelle halt eben nur da das Zeug da dran und ja. Scheinbar haben die beide keine richtigen. Der hat halt eben überhaupt keine Rücklichter hinten dran. Nur so puh. Einfach. Einfach nur puh. Ich glaube zumindest, dass es puh sein soll. Bin mir nicht so sicher. Moment, da ist das andere. Und weg damit. Alles klar. Jetzt haben wir es mit einem Vergleich verglichen. Moment. Den Muldenkipper, den ich euch gestern gesagt habe, dass ihr ihn haben könnt, den könnt ihr jetzt doch nicht mehr haben. Den habe ich schon wieder zurückgegeben. Obwohl ich kein. Ja, irgendwie habe ich es doch geschafft. Ja. Egal. Aber. Also Muldenkipper ist doch nicht mehr zu haben. Habe ich für Blutbeziehung zurückgegeben. Weil es Pässe genommen hat und es sich ständig es war nix. Habt ihr gestern im Video gesehen, ne? Und nur mal ganz nebenbei, findet ihr nicht auch irgendwie, dass so ein. Dass dieses Autochen hier ein bisschen aussieht? So von der Farbkombination wie so ein Monte. Ist es das ja? Was alles? Sieht doch ein bisschen so aus, oder nicht? Oder bin ich falsch? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Tut mir leid, dass das Video so lang geworden ist. Ich mache jetzt erstmal ein Titelbild und. Jo. Ich hoffe, euch hat die Stunde Video gefallen. Und danke übrigens für diese vielen Abos. Es muss aber überhaupt nicht sein. Ja, genauso. Und ach, schwer auszusprechen. Was will ich überhaupt sagen? Keine Ahnung. Und ja, soweit es erstmal. Ich mache jetzt ein Titelbild und dann morgen schauen wir uns. Ein Lego-Set, also ein Lego-exklusives Set an, das im Februar rausgekommen ist. Bis dahin erstmal eine weitere Januar-Neuheit, was eben so teuer ist. War immer noch mit 1,99 € immer noch sehr teuer. Vor allem mit diesem Polybag-Bike da und die Frisuren habe ich euch die schon gezeigt. Schon, ne? Ich mache es jetzt nicht extra drauf, ihr könnt es euch ja gut vorstellen. Und obwohl da so Konnektoren drin sind, nicht Konnektoren, sondern das Gegenteil davon, wie auch immer es heißt, so Löcher eben, wo man so Scheiben reinstecken kann, da sind keine Scheiben dabei, ist einfach so. Ich mache jetzt ein Zielbild. Morgen schon mal Spinata, bis dahin, ciao.